rum und uns im Saal. Das ist ja so ähnlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, die bei uns beim Herbstspektakel, die schon seit Jahren hier in Ekold, es gibt kein Rotwein, es gibt kein Rum, aber es gibt Bier und es gibt uns im Saal. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, um heute ein bisschen zu guten Gesprächen zusammenzukommen. Und ich freue mich darüber, dass diese Veranstaltung, verehrte Frau Handlerwart, verehrter Herr von Schenk, hier bei Ihnen laufend wieder stattfinden darf. Und wir uns jedes Jahr wieder freuen bei gutem Wetter. Herzlichen Dank dafür. Ein bisschen haben wir mitgenommen von Kiel. Nicht zumindest die Wärme, die dabei ist, aber Sie haben dafür gesorgt, dass die Wolken noch zur Seite kommen, dass wir jedes Jahr hier wieder bei Ihnen ein schönes Fest feiern können. Ich glaube, wenn man wie bei uns in der CDU ein ganzes Jahr arbeitet, jeder an seinem Platz, sehr unterschiedlich, manche ganz oben in der Bundespolitik oder noch weiter Reimer Böge in der Europapolitik, viele Landtagsabgeordnete, die heute noch hier sein werden, ein Teil des Kabinetts, ein, den man immer sieht, ist Christian von Bötticher, weil der den großen Vorteil hat, über alle rüber zu gucken, Bundestagsabgeordnete, die ich dort sehe, und viele andere, dann sind wir zum Gespräch hier bereit und dann sind wir nicht nur zu dem politischen Gespräch bereit, sondern wir haben vorhin eine Veranstaltung gehabt mit neuen Mitgliedern, mit einer großen Gruppe von neuen Mitgliedern in der CDU, die wir begrenzen mussten. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man sagen muss, pass mal auf, es kann nicht jeder kommen, sondern wir müssen das vielleicht in zwei Veranstaltungen machen. Und ich habe dort gesagt, wir haben bei uns die Aufgabe, für unsere Menschen im Land zu arbeiten. Jeder an seiner Stelle. Von der Europapolitik über die Bundespolitik, über die Landespolitik bis hin zur Kommunalpolitik. Und wir haben einen Dienstleistungsauftrag. Wir haben dafür zu sorgen, dass es unseren Menschen in unserem Land besser gehen wird. Langfristig besser gehen wird. Dass wir Arbeitsplätze bekommen. Dass wir natürlich auch Steuereinnahmen bekommen. Ich freue mich ja über jeden Millionär in Schleswig-Holstein. Über jeden fröhlichen Steuerzahler. Und ich habe auch gesagt, wenn die denn mal ein unfreundliches Finanzamt haben, dann sollen sie nach Husum gehen. Da steht an der Außentür, vielen Dank und kick mal wieder in. Auch unsere Finanzämter sind freundlicher geworden, meine Damen und Herren. Aber deswegen ist das Gespräch auch so notwendig. Nicht nur das Sitzen in unseren Kabinettssitzungen, nicht nur das Sitzen in unseren Büros und die Diskussion über Parteiprogramme und viele andere Dinge, sondern das Gespräch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, von denen wir unwahrscheinlich vieles an Ideen mit nach Hause bringen. Wo bist du? Ja, komm!